So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinator, und ich darf euch super herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Deliver Us the Moon hier auf meinem schönen Channelchen. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Erzverarbeitungs-, also Helium-3-Verarbeitungsanlage nach Tombo oder sowas, wie sich auch immer das ansprechen mag. Und gucken, was da passiert ist. Wir gucken uns jetzt das gerade kurz an. Was sollte denn die Ansprache? MacArthur kann das doch nicht so entscheiden, oder? Hör mal, wir haben hier nichts zu melden, okay? Hilf mir einfach mit dem Kram. Stell das hin, Frank. Weißt du nicht, wozu Helium da ist? Seltsam, dass es hier ist, statt beim Reaktor, den es antreiben sollte. Klar, irgendwie schon, aber... Aber was? Sollen wir einfach brav gehorchen? Weißt du überhaupt, was passiert, wenn wir abhauen, während der MPD aus ist? Haben wir denn eine Wahl? Warum sollen wir denn tatsächlich zurück? Zu Überschwemmungen und gleißender Hitze? Ich hab's satt! Der Rat gibt uns eine zweite Chance, die verschwende ich nicht. Genug geredet. Hilf mir mal. Also in dem Fall haben sie Helium 3 umgeschichtet. Ich sag ja auch, Helium 3 ist ein wertvoller Energieträger. Und kann natürlich damit auch Raumschiffe antreiben. Warum sollten sie nicht dafür Ressourcen verwendet haben? So. Wir gehen jetzt an Bord dieses Vehicles. Und fahren zu der Tambo-Anlage. Auf geht's. Denk an mich. Freigeschalten. Ist noch ein... Ah ja, Tatsache. Hier ist Sarah Baker, Chefingenieurin der Pearson-Raumstation. Zusammen mit Mechaniker Rolf Robertson sollte ich Nachforschungen zum Blackout anstellen. Eine ASE-Einheit griff mich an. Ich wurde ohnmächtig. Ich weiß nicht genau, weshalb sie das tat. Anscheinend ist mein Expeditionspartner fort... Und ich kann weder die Pearson-Raumstation noch andere Einrichtungen kontaktieren. Ich überquere jetzt die Grenze, an Copernicus Außenposten 1 vorbei, um nach Tombo zu gelangen und herauszufinden, was den MPT-Aussetzer verursacht hat. Wenn Sie das hier finden, kontaktieren Sie mich. Alex, Aufnahme beenden. Hm. Was sagst du dazu, mein Kleiner? Sie hat in dem Fall doch überlebt. So, hier halten wir mal, glaube ich. Ich möchte hier bitte aussteigen. Ah, ich komme hier sowieso nicht weiter. Halt, stopp. F zurück. Frank has the code. So, wir müssen Frank suchen. Oh. Space Tech Magazine, Helium on the Moon, Essential to Humanity's Survive on Earth, Portrait of Pioneer, Science of Sacrifice. In this summer edition, we sit down with Pioneer's architect and Lunar Council member Dr. Isaac Johnson to highlight the many obstacles and triumphs of the developing the MPT. Okay. Propaganda. Propaganda Science. Oh. Was ging hier ab? Copernicus One-Kolonisten, dies ist eine Evakuierung. Der Tombo-Reaktor hat eine kritische Fehlfunktion. Wir evakuieren Sie zur Copernicus-Mondzentrale. Hey, ganz ruhig. Wer schickt Sie? Wir sind ja auf Befehl des Lunarrats. Der Lunarrat? Frank, passiert irgendwas Seltsames im MPT-Netzwerk? Nö, nichts Ungewöhnliches. Tombo scheint in Ordnung zu sein. Vielleicht können Sie erstmal was erklären? Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Der Rat wird die Lage erläutern, sobald alle Kolonisten in der Mondzentrale sind. Also ist jetzt MacArthur am Drücker, was? Wir haben keine Zeit für sowas. Ergreifen Sie sie. Was? Hey, loslassen! Evakuierungscrew an MacArthur. Wir fahren mit Phase 2 fort. Außenpostencrew und Ladung sind auf dem Weg zur Mondzentrale. Bisher keine Nachricht von den anderen bei Reinhold. Es ist immer so der Zwiespalt. Wer tut die Überwacher überwachen, wenn keiner vor Ort ist? Die haben im Prinzip alle eingekascht. Also sie haben es jetzt gerade eigentlich bestätigt. Hier ging nichts. Hier ist nichts kaputt.
Auch der Tempo-Reaktor. Wahrscheinlich haben sie ihn eben verwendet, um den abzuschalten. Reaktor. Hier ist noch eine Nachricht. Hier ist wieder Pearson-Stationsingenieurin Sarah Baker. Ich bin von der Mondzentrale zu diesem Außenposten geschickt worden, um dort zusammen mit meinem Expeditionspartner Nachforschungen zum Blackout anzustellen. Die Mondzentrale war komplett verlassen, als wir ankamen, und wir konnten das MPT nicht reaktivieren. Wir wurden getrennt und haben den Kontakt zueinander verloren. Ich begebe mich allein nach Tombow, um meine Nachforschungen fortzusetzen. Mein einziger Anhaltspunkt ist, dass irgendwas in der Reaktoranlage passiert ist. Der Eingang zur Einschienenbahnstation ist blockiert. Also muss ich einen anderen Weg dorthin finden. Ein Versuch ist es wert. Bin mal gespannt, ob sie es geschafft hat. Es klingt fast, als wäre sie zu Fuß gegangen. Springen kann man leider nicht. Braucht den Code, den müssen wir hier irgendwo finden. Damit wir weiterkommen. Wir müssen zu dieser Station gelangen und gucken, was da abging. Oh nein, ich sehe es schon. Wir müssen gleich irgendwie hochklettern. Frank! Frank! Wo hast du den Code versteckt? Na, da komme ich nicht ran. Lustig. So, mein Freund. Viel Spaß. Wo ist jetzt der Eingang? Ah, da. Wo muss ich denn lang? Wir machen mal Licht an hier. Ah, Licht. Wie heißt denn dieser Kugelroboter nochmal aus Final Space? Ist der nicht Frank? Auch Frank? Ah, hallo. 1881. Mach aber dir mal die Türe auf. Das hast du brav gemacht. Das ist ein guter. Hallo. Hi Edgar, alles in Ordnung in Reinhold? Du wolltest, dass ich dich wissen lasse, wenn MacArthur und Johansson wieder nach Tombow reisen würden. Sie sind gerade an dieser Station vorbeigekommen und solltest bald in Tombow sein. Ich hoffe, das hilft. Bei was auch immer du tun willst, ne, Frank? Frank, das ist gut, sehr gut. Es gibt ein Muster und ich bin nah dran, es an Licht zu bringen. Ich brauche nur ein paar letzte Antworten. Danke, Edgar. Okay, Edgar, viel Glück, Frank. Frank, es passiert. Ich hab's gewusst. Drei Einschienenbahnen haben Dumpung verlassen. Eine Fahrt nach Huygens, die andere beide fahren zur Mondzentrale. Der erste Mondzentrale-Zug soll schon bald in einer Station eintreffen, aber der zweite erst, wenn ich ein paar Antworten erhalten habe. Das ist der Schlüssel, Frank. Der Schlüssel, um zu verstehen, was der Rat in dieser ganzen Zeit geplant hat. Ich bin nah dran, Edgar. Ich wette, dieser Huygens-Zwischenfall, der ist gar kein Zwischenfall. Sondern ein hinterlistiges Manöver. Ich glaube, die sind da gar nicht gestorben. Die waren am Baum mit dem Raumschiff beschäftigt. Moonman, Dawn of the Colony. Exhausted by Determine, the astronauts follows an old friend's trail as his
search across the moon. Continues. In a remote outpost, he discovers evidence of dubious plans with... What is this? Far-reaching? Far-reaching consequences. Okay. Interesting. So, wir können zurück. Wir haben den Code. Um da jetzt rauszukommen. Denn Frank hat den Code. Open the gates. Hm? Danke. Oh. Helium 3 ist eine energiegeladene und reichlich auf dem Mond vorhanden. Ist energiegeladen und reichlich auf dem Mond vorhanden? Es galt als der Schlüssel zur Lösung der Energiekrise der Menschheit. Da es auf dem Gelände der Tombow-Anlage sowohl abgebaut als auch verarbeitet wird, wird es vom Lunarat nur selten gestattet, diese Ressource aus dem Tombow-Reaktor zu entfernen. Außer man plant natürlich was anderes. Ja, cool. Ist auch wieder ein... Oh, hallo. Evakuierungscrew an MacArthur. Heliumladung und Besatzung des Copernicus Außenpostens 1 sind in der Mondzentrale angekommen. Evac Crew 2 ist weiter nicht zu sehen, Sir. Wir haben sie angefunkt, aber keine Antwort bekommen. Wie sollen wir vorgehen? Verriegeln Sie die Tür und kommen Sie zur Mondzentrale. Der Treibstoff muss dort sein, bevor wir mit der Tombow-Crew ankommen. Sir, wenn ich das mache, wird die andere Crew es nicht schaffen. Sie verpassen den Start. Sie kannten die Risiken. Verriegeln Sie die Tür. Sofort. Ja, Sir. Interessant. Was ist das? Als MacArthurs zweite Einsatztruppe sich scheinbar in Luft aufgelöst hat, gibt MacArthur der ersten Einsatztruppe neue Anweisungen. Sperrt den Außenposten ab, um zu verhindern, dass jemand die Tombow-MPT-Reaktoranlage erreicht. Und kehrt zur Mondzentrale zurück, um weitere Unterstützung bei der Vorbereitung für Outward zu leisten. Aufgezeichnet am 22. September 54, 3 Stunden vor dem Blackout. Vor dem Blackout. Wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Luftschleuse. Bro. Na? Mach mal Licht an hier. Ah, ein Spielchen. Wie kriegen wir alle blau? Ah. Alle blau. Jetzt machen. Oh shit. Der Einschienenbahnverkehr zwischen Copernicus und Mondzentrale verläuft direkt durch den Außenposten. Blablabla. Das ist wahrscheinlich. Ja, die haben es sabotiert, würde ich immer so behaupten. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich dafür brauche, um die jetzt zu reparieren. Ah, halt, stopp.
Was war das jetzt? War das jetzt Sauerstoff? Liegt jetzt gerade überhaupt nicht, was man da machen muss, tun kann. Geh mal besser wieder rein. Vielleicht fehlt mir Material oder sowas in der Richtung. Vielleicht ist jetzt auch alles in Ordnung. Oder ich kann jetzt durchfahren? Probieren wir es doch einfach aus. Sieht gar nicht gut aus. Oh, ist blau. Weiter geht's. Doch. Freie Fahrt. Ein Kapitel weiter erledigt. Ein Kapitel erledigt. Einfach Feierabend. Ein Kapitel weiter. Tombo Schienenzugriff verweigert. Kommunikation zum nächsten Basispersonal offline. Kontaktieren Sie bei Ankunft in der Reinhold-Krater-Basis das Basispersonal. Achtung, Tombo-Strecke blockiert. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Ah, oh, fuck! Ich hab jetzt voll nicht reagiert, Mann. Ich war grad voll am Handy. Achtung, Tombo-Strecke blockiert. So. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Strecke wechseln. Hui. Hindernis erkannt. Zur Kollisionsvermeidung Strecke wechseln. Oder? Bahngeschwindigkeit kritisch. Bremsen betätigen. Voll auf die Bremsen hauen. Da wird mir ja schlecht. Oh Kacke, jetzt habe ich mir den Helm gekotzt. Kein Sauerstoff. Also wir gucken, dass wir schnell irgendwo reinkommen. Fünf Jahre nach dem Reinhold-Krater-Basis, okay. Kann ich bei mir... Halten wir uns gar nicht so lange draußen auf, gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch Pizza im Kühlschrank, die mache ich mir jetzt gleich noch. So. Oh nein, die ist leer. Look at me. Scheiße. Da ist auch noch Sauerstoff. Falls wir was fürs Hirn brauchen. Noch mehr Sauerstoff. Ja, alles gut. Nee, das Ding muss da irgendwie... Das Ding ist doch leer. Nein! Das Ding ist leer! Scheiße, ich weiß nicht, was ich machen muss.
keine Ahnung. Das Ding muss irgendwie angeschalten werden. Aber... Ah, oh, 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 ich depp. Oioioi. Oioioi, ich bin ein Vollidiot. Oh, das ist jetzt nicht so toll. Gibt es da Spezialanzüge oder was? Okay, hier geht's nicht lang. Fixt euch, schlaft snaggig, ihr Wichser. Hi. Stimmt. Das ist nicht gut. Kann man knien? Nee. Knien geht auch nicht. Scheiße. Ah, ich muss... Oh shit. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin ein Vollidiot. Oh, ich bin ein Vollidiot. Ein Vollidiot. So, meine lieben Freunde, ich würde gerade mal an dieser Stelle sagen, machen wir Feierabend. Ich würde, wir machen dann in der nächsten Folge weiter. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschneidet bei The Last Moon. Bis dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Haut rein, Leute. Ciao.